Hallo und willkommen zur nächsten Folge. Ich bin mal an dieser Stelle stehen geblieben, weil ich noch etwas entdeckt habe, das eine Quest sein könnte. Ja, ich habe jetzt in der Zwischenzeit nicht wirklich groß was gemacht, bis auf, dass ich Rulana nochmal defensiver Kampfstil 1 gekauft habe, damit sie Voraussetzungen hat, um ein bisschen was weiteres zu lernen. Und ein bisschen Kram verkauft und ja, was Neues gekauft, neue tolle Ausrüstung oder so, habe ich jetzt eigentlich nicht. Ja, und habe noch ein bisschen Tränke und so weiter verteilt, damit auch der gute Voltan wieder ein bisschen mehr hat. Der hat jetzt tatsächlich wieder 2 Heiltränke, 5 Einbärentränke. Dafür haben aber die anderen dann auch weniger. Also, ich wollte eigentlich dann nochmal schauen, dass ich was nachkaufe. Gut. Denn wir haben jetzt 210 Gold. Ich gucke auch nochmal, ob hier jemand überlastet ist. Okay, sie ist nicht mehr überlastet. Er sowieso nicht. Okay. Na klar. Gut, da steht nämlich irgendein Typ hier um die Ecke. Was mache ich nur? Brummel? Am helllichten Tag kann ich nicht zu ihr gehen. Vielleicht sollte ich einfach jemanden ansprechen. Gut, und dann wiederholt sich das immer. Wohlhabender Mann. Das bin ich. Wohlhabender Mann ist natürlich gut, weil da kann man immer klauen. Mal gucken. Ja, na gut, besser als nichts. Hättet ihr die Güte, mir zu helfen? Gern, wenn ihr mir erzählt, worum es eigentlich geht. Zu gütig von euch. Nun, es ist so. Ich habe meine Tabakdose bei dem, Fräulein Iriane vergessen. Würdet ihr die Güte besitzen, sie für mich zu holen? Ah, okay. Menschenkenntnis wäre natürlich ganz cool. Gut, das machen wir natürlich. Gut, Kladdes sagt, da steckt doch mehr dahinter. Warum holt ihr sie nicht einfach selbst? Ich hatte gehofft, ihr würdet nicht fragen. Aber sei es drum. Fräulein Iriane bietet gewisse, nun, Raya gefährliche Dienste an. Und letzte Nacht habe ich meine Tabakdose dort liegen lassen. Die Dose ist ein wertvolles Geschenk meiner lieben Frau. Ihr versteht sicher meine Lage. Ich möchte kein Aufsehen erregen und kann nicht selbst zu Iriane gehen. Ich bitte euch, helft mir. Wenn es weiter nichts ist, ich werde sie für euch holen. Vortrefflich, wunderbar. Ich zeige euch auf eurer Karte, wo ihr Iriane finden könnt. Gut, damit haben wir eine weitere kleine Quest aufgesammelt. Die Schnupftabakdose. Ein Mann hätte gerne seine Schnupftabakdose zurück, die er nach einem Besuch bei Fräulein Iriane hat liegen lassen. Dummerweise ist die wertvolle Dose ein Geschenk seiner Ehefrau und die soll nach Möglichkeit nicht erfahren, dass ihr lieber Gatte des Nachts Dirnen am Hafenbecken besucht. Gut. Ja, die Frau, bei der der Mann letzte Nacht gewesen ist, heißt Iriane. Er hat mir auf meiner Karte gezeigt, wo ich sie finden kann. Gut. Ja, ich bin so ein bisschen Witcher geschädigt. Da findet man in den Texten nämlich manchmal noch mehr, als eigentlich gesagt wurde. Vereinzelt wird das sogar ein bisschen gespoilert. Ja? Oh, loslassen? Nun zieh dich nicht so, Iriane, du widerst mich an. Stell dich nicht so an, meine Süße, wir sind füreinander bestimmt. Das bildest du dir ein. Nimm deine Finger weg. Wir können eine Menge Spaß zusammen haben. Pass mich nicht an, Widerling. Du stinkst aus dem Mund. Daran gewöhnst du dich schon noch. Los, jetzt komm endlich. Ich kenne da ein schönes, lauschiges Plätzchen. Ah, loslassen. Hilfe. Na klar. Okay, erstmal stehlen. Okay, die kennen wir anscheinend doch noch nicht, ne? Ach, da ist sie ja schon. Metalldose bestens für Tabak geeignet und, wie es scheint, von erheblichem Wert. Ja, gut. Bitte, helft mir. Die werden wir jetzt nicht einfach so klauen. Du störst, verzieh dich. Lass sie in Ruhe. Hab ich dir nicht gesagt, du sollst verschwinden? Ah,
Ah, Forgrim kann einschüchtern, sehr gut. Du wirst Iriane nicht mehr belästigen, sonst bekommst du es mit mir zu tun, du dreckiger Lump. Was? Ach, scheiße. Ah, nicht geschafft. Pah, du machst mir keine Angst. Zum letzten Mal. Verzieh dich. Okay. Sie wirft erstmal direkt ein Messer. Das bin ich. Sie kann ja mal Zombie-Graves machen. Ja, machen wir mal was Nettes. Werfen wir den mal um. Oh. Okay, der hat irgendeinen Pfeil noch abgekriegt. Und er schläft sogar. Na, bringt das schon was? Ich danke euch. Dieser Kerl ist wirklich lästig. Ständig beobachtet er mich und stellt mir nach. Das ist ja toll, wir haben den jetzt mit Somnigraves besiegt? Das wäre ja cool. Ich denke, in Zukunft wird er euch fernbleiben. Ja, dank euch. Okay, er ist wieder aufgewacht. Okay, das ist ein bisschen eklig, aber... Ah, okay, er haut ab. Sehr schön. Ja, dank euch, aber wie heißt ihr eigentlich? Ich kenne euch gar nicht, aber ihr scheint mich zu kennen. Ihr nanntet vorhin meinen Namen. Ich bin Voltan von Elenvina. Ich komme, weil einer eurer Kunden etwas bei euch vergessen hat. Ach, so ist das. Ist sich der feine Herr zu schade, um sie sich selbst zu holen? Nun gut, ihr habt mir geholfen, dafür helfe ich euch. Hier, ihr seid sicher wegen dieser hässlichen Tabakdose gekommen. Nehmt das Ding und bestellt meinem kleinen Hasen einen schönen Gruß von mir. Das werde ich machen. Schönen Tag noch. So weit, so einfach. Das war natürlich jetzt sehr nett vom Spiel, dass sie in Gefahr war und wir das Ding so schnell bekommen konnten. Wir hätten natürlich auch was klauen können, ne? Und sie da dann lassen können, aber... Ah, hast du wenigstens deinen Handelspartner noch getroffen? Nein, er ist bereits abgereist. Und was stehst du dann hier rum? Ach, nur so. Ich wollte mir ein wenig die Beine vertreten. Nichts weiter. Keinen Grund zur Aufregung, Liebes. Ich rege mich nicht auf. Psst. Los, lass uns heimgehen. Ach, Liebes, wenn ich so recht überlege, geh doch schon vor. Ich möchte noch ein wenig die Hafenluft genießen und mir die Beine vertreten. Na klar. Mir scheint, diese Luft hat deinen Verstand verwirrt. Dieser Fischgestank ist ja kaum auszuhalten. Hast du wenigstens deinen Handelspartner noch getroffen? Seid gegrüßt. Was ist euer Begehr? Ah ja, jetzt müssen wir aufpassen, ne? Das ist natürlich so eine Sache, weil eigentlich sind wir eher Travia-gefällig unterwegs. Als guter, Praios-gefälliger Krieger aus Elenvina. Ich denke, wir sind mal nett. Werter Herr, habt ihr vielleicht diese Dose verloren? Oh, in der Tat, das ist meine Tabakdose. Hier, nehmt diesen Dukaten als Zeichen meines Dankes. Gehabt euch wohl. Danke sehr. Gehabt ihr euch auch wohl. Okay, die Frau schaltet sich ein. Neos, mit euch. Wieso zahlst du so viel Belohnung, mein Lieber? Es ist Praios gefällig, gute Dinge ohne Entlohnung zu tun. Aber Liebes, es ist doch auch Praios gefällig, gute Taten gerecht zu belohnen. Ich warne dich, dreh mir nicht die Worte im Mund herum. Bitte beruhige dich, Liebes. Und überhaupt, wie konntest du nur diese Dose verlieren? Ich will für dich hoffen, dass du nicht mit all deinen Geschenken so unachtsam umgehst. Aber nein, nein, das war ein Versehen. Glaube mir, dieses eine Mal will ich es dir glauben und verzeihe dir diese Unachtsamkeit.
Lass uns jetzt endlich heimgehen. Ja, mein Liebes, gehen wir. Hast du denn auch alles bekommen, was du wolltest? Ach, der Markt hat wie erwartet nicht viel zu bieten gehabt. Allerdings habe ich bereits ein wunderschönes Geburtstagsgeschenk für dich entdeckt. Oh, was ist es denn? Das wirst du schon sehen. Ich habe beim Schneider auch zwei wundervolle neue Kleider erstanden. Das freut mich, Liebes. Komm, trödel nicht. Dilla hat die Einkäufe schon heimgebracht. Ich muss dir unbedingt meine neuen Kleider vorführen. Wie geil. Ja, deswegen mag ich das wieder alles so gerne. Es sind die kleinen Dinge. Gut, da war also dann doch noch irgendwas los hier im Hafenviertel. Sehr schön. Ja, es war nämlich so gewesen, ich hatte mich ein bisschen bei der Grafenstadt noch umgeschaut, da habe ich nichts weiter gefunden und beim Ayos-Platz, glaube ich, hieß er, da habe ich mich auch nochmal ein bisschen umgeschaut, da habe ich auch nichts gefunden. Ich glaube, das war schon irgendeine andere Quest hier, ne, mit dem Blut. Genau, und jetzt wollte ich mich im Ugdan-Hafen mal ein bisschen umschauen. Und man erkennt ja Quests eigentlich immer ganz gut, dadurch, dass dann Leute irgendwas reden. Kalandor Kupines, mein Name, und exotische Waren aus ganz Aventurien in meine Sortimente. Bitte, zeigt mir eure Waren. Gut, mal schauen, vielleicht. Ah, gut, Parfüm braucht man nicht. Ja, oh, gehabt euch wohl. Bess, warum bin ich im Kampf? Hä? Willkommen an meinem Stand. Was kann ich für euch tun? Ich würde gerne einen guten Schluck nehmen. Was habt ihr alles im Angebot? Okay, sicherheitshalber, weil das so lange für mich her war, habe ich in der letzten Folge, wie gesagt, lieber nochmal mit ihm reden. Genau zur rechten Zeit. Oh. Mal wieder eine heikle Sache, für die du genau der Richtige bist. Was? Ich dachte, wir wären schon durch. Na, wenn ihr das sagt, worum geht es denn diesmal? Wir haben von Taschmann die Information erhalten, dass das Haus Störrebrand einen exklusiven Vertrag mit der Brauerei Helles Ferdocke abschließen will. Das darf unter keinen Umständen geschehen. Ich will, dass du schnellstens zur Brauerei gehst, um das Zustandekommen dieses Vertrages zu verhindern. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. In Ordnung. Ich werde tun, was ich kann. Das reicht mir in diesem Falle nicht. Ich will, dass du an diesem Unterhändler ein Exempel statuierst. Jeder, der für das Haus Störrebrand solche Verträge abschließt, soll dafür mit dem Leben büßen. Für den Brauereibesitzer habe ich anderes im Sinn. Von mir wirst du einen Vertrag mitbekommen. Den wirst du dem Kerl unter die Nase halten und ihn dazu bringen, zu unterschreiben. Traust du dir das zu? Ja, wir müssen ja mitmachen, ne, damit wir hier die Übeltäter überführen können. Ja, betrachte das Problem bereits als erledigt. Das ist mein Junge. So lobe ich mir das. Hier ist der Vertrag. Und jetzt nichts wie zur Brauerei, bevor du das Treffen noch versäumst. Okay, dann natürlich Planänderung. Ein exklusiver Deal. Naja gut, Deal ist natürlich jetzt wieder Englisch, aber... Gut, gucken wir mal nach, ob wir hier irgendwas bekommen haben. Okay. Auftragszettel. Ach, Handelswist wollte ich ja auch noch mal irgendwann lesen. Alles klar. Ja, vielleicht dann, wenn man aus der Stadt rausgeht. Okay. Na klar. Oh, dieser Kampfmodus, der nervt mich hier irgendwie. Ach, da hinten.
Okay, wow. Ja. Damit hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet, dass wir da nochmal so schnell irgendwas machen können. Weil, wie gesagt, ich meine, das letzte Mal war noch nicht lange her. Unterwegs. Ja. Und wir müssen dann ja in der Grafenstadt auch wieder Bericht erstatten eigentlich, ne? Alles klar. Halt! Ihr seht doch, dass gerade hier eine Unterredung stattfindet. Sucht euch einen anderen Weg, aber schnellstens. Da muss ich euch enttäuschen. Ich bleibe. Okay, der andere Arbeiter? Ich sage es jetzt noch einmal. Ihr habt hier nicht das Geringste zu suchen. Verschwindet. Das würde ich nicht so sagen. Ich habe ein Wörtchen mit den beiden Herren dort zu wechseln. Es gibt ein paar wichtige Änderungen, die Vertragsverhandlungen betreffend. Okay, der Unterhändler Störrebrands schaltet sich ein. Jetzt reicht es aber. Wer seid ihr und woher wisst ihr von den Vertragsverhandlungen? Bitte, wenn euch das so wichtig ist. Ich bin hierher geschickt worden, um die Interessen des Hauses Niceback zu wahren. Okay, der Arbeiter wieder. Niceback, dann habt ihr hier erst recht nichts zu suchen. Verloren. Seht zu, dass ihr Land gewinnt, oder muss ich erst handgreiflich werden? Ach, was halte ich mich eigentlich mit euch auf? Hey, ihr da, meint ihr wirklich, das Angebot von diesem Störrebrand-Unterhändler ist auch nur ein Pfifferling wert? Okay, dann wieder der Unterhändler Störrebrands. Was fällt euch ein? Mischt ihr euch immer so auf unflätige Art in die Geschäfte anderer ein? Ich gebe euch einen guten Rat. Brecht die Verhandlungen ab, dann müssen sie auch nicht gestört werden. Nur wenn es mein Auftrag einschließt. Bei diesem hier geht es eigentlich nur um eine Kleinigkeit. Geht dann er wieder. Mit wem ich in Ferdok Verhandlungen zu führen habe, entscheidet nur eine Person. Emmeran Störrebrand. Steckt das euren sauberen Auftraggebern. Zum letzten Mal, im Namen des Hauses Niceback, brecht die Verhandlungen ab oder ihr werdet nie wieder eine Verhandlung führen. Ihr wagt es mir zu drohen? Leibwache, schützt mich vor diesem Irren. Gut, die Arbeiter. Ihr habt das gehört, Männer. Zeigen wir es diesem Niceback-Abschaum. Ja, das ist natürlich ein bisschen krass, ne? Weil ich will ja eigentlich jetzt gar nicht irgendwelche Leute hier platt machen. Gut, machen wir mal ein bisschen was Netteres. Gute Entscheidung. Hier umwerfen. Finte. Ach, er kämpft auch noch mit. Das dürfte jetzt eher einfach sein. Aber ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon zu weit gegangen sind. Ich meine, das wirkt, als wenn die hier gekillt werden. Bitte bringt mich nicht auch um. Lasst mich am Leben. Ich mache auch alles, was ihr wollt. Braucht ihr Geld? Ich habe genug Geld. Wollt ihr Bier? Ihr bekommt so viel Bier, wie ihr möchtet. Aber bitte lasst mich am Leben. Bringt mich nicht auch um. Das war jetzt ja alles eigentlich viel zu viel, ne? Das hätten wir ja eigentlich sonst so nie gemacht. Scheiße, hätten wir vielleicht vorher zur Grafenstadt gehen sollen? Verdammt. Schweigt, ich will weder Bier noch Geld von euch. Was ist es denn, was ihr von mir wollt? Bitte sagt es mir, ich mache alles, nur lasst mich am Leben. Das will ich euch sagen, den Vertrag mit dem Hause Störrebrand, den ihr abschließen wolltet, betrachtet ihr als nichtig. Habt ihr gehört? Natürlich, eine wirklich törichte Idee von mir. Ich hätte sofort wissen müssen, dass dies nur Ärger bereiten würde. Gibt es sonst noch etwas, was ich tun kann? Allerdings, ab diesem Augenblick arbeitet ihr ausschließlich mit dem Hause Niceback zusammen. Um eure Loyalität zu bekunden, werdet ihr diesen Vertrag mit dem Hause Niceback unterzeichnen.
Einen Vertrag? Warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Hier, ich unterzeichne ihn mit Freuden. Hier, da habt ihr ihn. Alles gar kein Problem. Nur, bitte, lasst mich am Leben. Nun, hör schon auf mit dem Gewimmer. Dir geschieht schon nichts. Es sei denn, du behältst das, was heute geschehen ist, nicht für dich. Kein Sterbenswörtchen soll über meine Lippen kommen. Das schwöre ich bei den Göttern. Ich habe nichts gesehen oder gehört. Überhaupt nichts. Und sollte jemand Fragen stellen, der Unterhändler des Hauses Störrebrand ist nie zu dem verabredeten Treffen erschienen. Aus Enttäuschung über die geplatzten Verhandlungen habt ihr euch stattdessen für das Haus Nicebeck als Geschäftspartner entschieden. Habt ihr verstanden? Ja, so ist es passiert und nicht anders. Dann hätten wir ja alles geklärt. War mir ein Vergnügen, Geschäfte mit euch zu machen. Das bin ich. Ah, scheiße. Okay, schließe den Deal ab. Haben wir gemacht. Gut, bringe den Vertrag zurück. Alles klar. Ich meine nicht, dass das nicht irgendwelche Leute hier mal mitbekommen hätten, ne? Der Nase nach. Mich würde ja mal interessieren, wo der Typ jetzt hinrennt. Wie das wäre, wenn man den jetzt verfolgen würde. Ob der einfach irgendwo verschwinden würde. Der Nase nach. Ich glaube, wir haben aber schon mal irgendwie zu viel gemacht. Und jetzt haben wir da... Also anscheinend haben wir da irgendwie Leute gekillt, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hast du schon alles erledigt? Wo ist der Vertrag? Aber es hätte natürlich sein können, dass wenn man jetzt Bescheid gesagt hätte und die hier verpetzt hätte, dass sie dann hier ziemlich Ärger bekommen hätten und ins Gefängnis gewandert wären und so weiter und so fort. Und man die Toten verhindert hätte. Aber dann wäre man halt nicht an das Eigentliche, was da drüber steht, dran gekommen. Und man muss sozusagen jetzt doch lang genug mitspielen. Naja, mal schauen. Ja, hier ist er. Der Vertrag. Sogar unterzeichnet. Gute Arbeit. Sehr gute Arbeit. Im Hause Nicebeck wird man mehr als zufrieden mit den Früchten deiner Anstrengungen sein. Jetzt regnet's förmlich, du Karten für unser Haus. Gut. Komm später wieder. Vielleicht habe ich dann was zu tun. Mhm. Ich meine, im normalen Rollenspiel wäre das jetzt heftig, ne? Jetzt hätte man irgendwelche normalen Leute da und so einen Störrebrandhändler gekillt. Folgt mir! Geh mir fest drauf, Janko! Eine links, eine rechts! Mach schon! Schick die Steine! Gut, ich denke mal, am Hafen ist sonst nichts weiter groß. Wir müssen auf jeden Fall jetzt nochmal in die Grafenstadt. Wenn ihr kurz für mich Zeit hättet. Okay, krass. Das überrascht mich. Kommt darauf an, worum geht es denn überhaupt? Uns ist zugetragen worden, dass ihr euch dem Hause Nicebeck in den Dienst gestellt habt. Dazu sage ich nichts. Das braucht ihr auch gar nicht. Hört mir einfach nur zu. Das Haus Störrebrand macht euch hiermit ein Angebot. Arbeitet ihr ab sofort für uns, erhaltet ihr einen Bonus von 20 Dukaten auf die Belohnung unseres nächsten Auftrages. Was haltet ihr davon? Krass. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ja, aber eigentlich beliebt es natürlich einem selbst nicht, ne, und dem Charakter und so weiter in der Gruppe. Aber ich möchte natürlich jetzt, weil ich das damals schon hatte, ich möchte natürlich das einmal aus der Niceback-Perspektive jetzt durchziehen. Auch wenn wir jetzt falschen könnten. Ne, Moment. Ach doch, doch, ich habe kein Interesse, kann man sagen. Ich habe kein Interesse. Seid ihr euch sicher?
Das ist ein einmaliges Angebot, müsst ihr wissen. Ganz sicher. Packt eure paar lumpigen Dukaten zusammen und verschwindet endlich. Ich tut mir leid, wenn ich euch belästigt haben sollte. Lebt wohl. Na klar. Vielleicht hat er ja 20 Dukaten dabei. Glaube ich aber ja nicht. Ne, zwei Heller. Das bin ich. Ach, in die Grafenstadt kommt man hier nur darüber. Okay, dann gehen wir jetzt über den Preiosplatz dahin. Fuhrmannsheim gibt's noch. Ich weiß gar nicht, Heim oder Hain? Vergesse ich immer wieder. Ich glaube, hier haben wir überall schon rumgeguckt. Beziehungsweise, ich habe es auch schon ohne euch gemacht. Ich glaube, das war hier vorne schon. Genau. Ich glaube, da stand die Person immer auf der Treppe. Die Vögtin oder so. Weil oben war ja dann Graf Grovin, glaube ich. Folgt mir, ja. Genau, Vogtin Dariana. Bitte führt eure Untersuchungen fort. Ich bin sicher, ihr werdet die Wahrheit schon bald ans Licht gebracht haben. Das werde ich tun. Auf dann. Das bin ich. Okay. Hier gab's doch genau da hinten. Ich meine, ein paar Reinegeweihte. Die haben doch immer was Tolles parat. Und eigentlich müsste ich auch noch weitere Einbeerensäfte machen. Benötigt ihr Hilfe? Bitte, lasst mich sehen, was ihr anzubieten habt. Ja, so ein bisschen Sachen müssten wir eigentlich wieder nachkaufen, aber er hat halt nur den Schrott, den wir ihm mal verkauft haben. Aber vielleicht hat Dolmo ja noch was. Willkommen! Was für ein Kraut ihr auch sucht, hier werdet ihr es finden. Na, dann zeigt mal her, was ihr so an Kräutern habt. Okay, ich muss einmal gucken, wie viel Quellwasser wir haben. Okay, sehr viel. Sehr viel. Einbeeren braucht man ja auch noch. Ich glaube, Einbeeren würde ich ihr abkaufen, wenn sie welche hat. Oh, das hat sie ja alles nicht. Und auch kein Heiltrank oder so. Okay, Heiltränke sind auch echt selten. Ich weiß gar nicht, haben wir Wundpulver? Das wäre sonst halt zur Not auch noch eine Sache. Wobei. Nee, Heil. Ah, nee, das bringt ja nichts. Gut, dann kaufen wir jetzt einfach, keine Ahnung. Oh, das ging ja schnell. Hier 80 Wundpulver. Na klar. Mal kurz gucken. Sicherheitshalber, ob die nicht noch irgendwas Gutes hat. Seht euch nur in Ruhe um. Gern. Was verkauft ihr denn Gutes? Ja, gut. Das können wir vergessen. Okay, das Zwergenviertel gibt es auch noch, aber da war ich ohne euch auch schon mal. Da kann man nichts machen. Uchternhafen waren wir? Preiosplatz waren wir? Ich glaube, man kann nur vom Preiosplatz nach Fuhrmannsheim. Thank you.
Okay, sicherheitshalber nochmal kurz hier gucken. Oh, einen guten Tag wünsche ich euch. Auch euch einen guten Tag, sagt. Was ist denn mit eurem Stand passiert? Oh, ist das eine Quest? Ja, der befindet sich noch im Aufbau. Tja, eigentlich sollte heute mein Bruder Narok mit frischer Ware aus Angbar ankommen. Doch wegen der erst kürzlich aufgehobenen Sperrung Ferdoks kam er nur bis Steinbrücken, wo ihm ohne Passierschein die Weiterreise nicht genehmigt wurde. Er ist dann wohl völlig verärgert wieder umgekehrt. Das Einzige, was ich von ihm mitbekommen habe, ist ein bitterer Brief, dass er den langen Weg nicht noch einmal antreten werde, bis sich die Lage in Ferdok endgültig beruhigt hat. Nun habe ich ihm zurückgeschrieben, allerdings antwortet er nicht und jetzt stehe ich hier mit meinem unfertigen Stand und keiner Ware. Ein Albtraum. Das tut mir schrecklich leid für euch. Wenn ich könnte, würde ich irgendwie helfen. Nun ja, da kann man nichts machen. Ich hoffe nur, dass sich mein Bruder bald bei mir meldet. Mein Geld geht langsam zur Neige und die Pacht für den Stellplatz wird auch bald fällig. Gut. Ich glaube, das hatten wir aber auch schon mal. Ich erinnere mich dunkel. Ah, da unten geht es nach Fummersheim. Sehr gut. Gut, ja. Also, ich würde mal sagen, ich renne da einmal kurz zu dieser Auralia und braue noch ein paar Sachen. Und dann gehen wir nach Fummersheim. Und das ist das letzte Viertel, wo ich mich nochmal umgucken... Ja, Fummersheim. Wo ich mich nochmal umgucken würde, bevor wir dann wirklich, ja, nächstes Mal dann die entsprechende Quest anfangen. Moment mal, da hinten steht der mit seinem Bären wieder. Da gucken wir gleich auch nochmal vorbei. Die Drillinge benehmen sich ja jetzt. Ich glaube, wir konnten brauen, ne? Genau, hier ein Bärensaft. Ach, sehr gut. Heiltrank, perfekt. Okay, dafür braucht man Zwiedestillat. Ach, perfekt. Ja, ich glaube, das mache ich jetzt eher nicht. Aber vielleicht hat sie noch was zu verkaufen. Nandus zum Großen. Ihr wünscht, die Mysterien der Magie zu ergründen? Habt ihr auch magische Ausrüstung zu verkaufen? Okay, diese ganzen blöden Elixiere, die mag ich ehrlich gesagt gar nicht so. Ich finde die einfach viel zu selten nützlich. Okay, sie hat unendlich viele Kultistendolche. Das bin ich. Ja, ich glaube, die kommen von uns. Lass das mal Vorgrim machen. Gut. Ja, perfekt. Dann mache ich einmal kurz Pause und gucke mich kurz in Fummersheim um. Und da machen wir gleich weiter. Und ich will auch noch ein paar Tränke umsortieren. Das mache ich jetzt mal kurz alleine. Also, bis gleich. Okay, wenn das jetzt gerade geklappt hat, dann sind wir hier gerade in Fummersheim. Nach dem kleinen Cut. Ich nehme die Sache in die Hand. Den einen Teil des Viertels habe ich gerade schon durchrannt. Und auch bei diesen Schwarzaugen, die dieses Tor hier bewachen, oder Kontor oder was auch immer, war jetzt nichts. Den Rest durchsuchen wir noch einmal. Leider sind da hinten noch die Feuerfliegen, die da irgendwann mal stecken geblieben sind. Ja, ich habe beim Praiosplatz jetzt auch nichts mehr groß gefunden. Habe die ganzen Tränke ein bisschen umsortiert.
Und ich habe tatsächlich bei Laurelin, der da noch saß, für Ulana Ausweichen 2 gekauft. Und falls hier irgendwie doch noch irgendwas ist, ja okay, nee, anscheinend nicht. Oh, Gladys! Was für ein glanzvoller Anblick in meiner bescheidenen Hütte. Was kann ich denn für dich tun, Schätzchen? Ibrom, du alter Charmeur, ich brauche nichts, doch, Freund. Freund wollte von Elimina hier vielleicht? Also, was darf sein? Was habt ihr denn Gutes? So, mal gucken, ob er noch irgendwas hat. Nee. Dann gehabt euch wohl. Ja, ich glaube jetzt ehrlich gesagt nicht, dass hier jetzt noch irgendwas groß ist. Aber wir machen noch einmal hier die Runde zu Ende. Gut, die hat glaube ich eh nichts Wichtiges. Diese Truhe, die bei ihr ist, die konnten wir glaube ich damals lange nicht knacken. Ach, die Feuerfliegen. Ich weiß gar nicht mehr, wie man das, dieses Kampfzeug da weggekriegt hat. Ich glaube, das hatten wir irgendwann schon mal, ne? Da mussten wir dann irgendeine Quest in der Taverne machen oder so. Aber ich glaube, das war einfach weg, nachdem man dann den Ort gewechselt hat, also einen neuen Ladebildschirm hatte. Gut, dann gehen wir hier noch einmal runter und wenn hier jetzt nicht noch irgendwas ist, dann weiß ich Bescheid. Wegen der Hauptquest. Ja, gut. Das sieht jetzt nicht so aus. Dann würde ich mal sagen... Ach, das Kampfsymbol ist auch weg. Sehr schön. Dann würde ich sagen, wir gehen einmal kurz zum Priosplatz zurück und das ist dann eben auch ein ganz guter Ort, von dem aus man dann vielleicht vom... Ja, okay, bin ich vorbeigelaufen. Na, ist auch egal. Also, ich werde dann einfach vom Haus oder so oder vom nächsten Ort, der hier möglich ist, werde ich dann wegen der... Ups, falsche Taste. Wegen der Hauptquest hier. Werde ich dann mich dorthin stellen, wo man dann abreisen kann. Vielleicht sogar da hinten schon. Stimmt, hier, Fürstentum Kosch tatsächlich da hinten. Und ja, dann reisen wir nächstes Mal. ja. Nach Burg Grimzahn. Die Moorbrücker Sümpfe sind ja schon durch. Die Blutberge sind eigentlich auch durch. Durch Arves Treu war ja das Tutorial im Prinzip. Ja, noch irgendein Viertel vergessen hier. Ja, anscheinend nicht. Gut. Dann soll es das erstmal hier mit der Truppe gewesen sein. Entschuldigung. Und dann bis zur nächsten Folge. Ich bin sehr gespannt auf das nächste Kapitel sozusagen. Denn ich habe auch keine Ahnung mehr, was da alles los war. Außer, dass man vielleicht Orks trifft. Ja, gut. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis denn.